Guten Morgen, ich bin Adel der Reisende und ich reise mit meinem Camper, meinen zwei lieben Hunden, hier Buddy, ja, und der Gordy, durch die Weltgeschichte. Also bin ich aktuell auf Kreta und gehe hier in dieser wundervollen Natur wandern. Und ich habe mir heute eine Wanderung rausgesucht. Ja, was ist denn da los? Der arme Hund, ja. Der hängt den ganzen Tag da in dem Garten alleine. Der wird am liebsten rauskommen. Das ist eigentlich ein ganz lieber Hund, ne? Ja, will eigentlich hier sein. Na komm, Gordy, komm, lass den Hund. So, also, ich habe hier oben wunderbar geschlafen. Ich bin ein bisschen höher. Also hinter Chania Richtung Samaria-Bucht immer noch. Und ich habe mir eine Wanderung rausgesucht. So, die geht wohl sehr steil, 500 Meter, Höhenmeter, in 3,5 Kilometern Länge. Da werde ich 1,5 Stunden für brauchen, wenn ich so durchziehe. Also ja, das ist so eigentlich okay. Für einen halben Tag und dann wieder zurück, quasi, ja, Halbtageswanderung. Und hier gibt es das beste Quellwasser. Ich habe meinen Tank gestern voll gemacht hier und das Wasser kommt hier so raus aus dem Berg. Ah, herrlich. Ansonsten ist Wasser ziemlich rar in der Natur. Wie ich gesehen habe auf der Karte, müsste ich auch nachher so einen Bach durchqueren. Mal gucken. Ich lasse mich jetzt drauf ein. Das ist kein bekannter Wanderweg. Den habe ich jetzt auf Komoot entdeckt. Auf die Wander-App Komoot. Und ja, ich fühle mich wie in den Alpen. Auch von den Temperaturen ist es hier etwas kühler als unten am Meer. Wir sind ja schon ein bisschen höher, ich schätze so 17 Grad, aber ich kann in T-Shirt und Short rumlaufen. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich heute erzähle. Mach mir mal kurz Gedanken. So, ich bin jetzt schon ein Stückchen hier hochgelaufen, wundervoller Wanderweg. Es erinnert mich echt an den Alpen. So grün ist das hier auch. Und ich habe jetzt ein Thema für dieses Video. Und zwar ist mir das ziemlich wichtig, sage ich mal. Ein wichtiges Thema. Ich wollte das eigentlich mal nochmal ansprechen, wenn ich selber eine Gemeinschaft besuche oder irgendwie nochmal eine Gemeinschaft vorstellen kann. Aber bis das kommt, sind noch Monate vielleicht vergangen. Und eigentlich zählt jeder Tag. Weil ich habe das Gefühl, dass wir uns selber befreien müssen von dem ganzen Systemscheiß. Wer darunter leidet, ja, Dinge zu machen, ja, die und für Dinge zu bezahlen, für die er nicht einsteht, der sollte sich mein Video jetzt mal anhören. Also es gibt die unterschiedlichsten Gemeinschaften, ne? Ich werde darüber gleich erzählen. Ich laufe noch ein bisschen hoch, weil beim Hochwandern bin ich schnell aus der Puste. Dann erzähle ich gleich weiter. Ach, was soll's, ich erzähle es beim Gehen jetzt, weil ich habe es jetzt in meinem Kopf, daher vergesse ich diese Gedankengänge. Ich vergesse sowieso immer die Hälfte, wenn ich Videos mache und nach den Videos fallen mir noch so viele Sachen ein. Aber das ist nicht so schlimm. Mut zur Lücke, ne? Also, warum macht es Sinn, sich in Gemeinschaften zusammenzuschließen? Weil zusammen sind wir stark.
Alle für einen, einer für alle. Und wir gehen, oder wir sind schon im Luftzeitalter, jetzt Wassermannzeichen. Und das wird jetzt auch immer stärker, die Energie. Das Zeichen steht für Gemeinschaft, für Miteinander statt gegeneinander. Statt statt Konkurrenzdenken, Profitgier und so weiter, für bedingungsloses Geben und Helfen. Und ja, nicht bedingungslos, aber der Weg geht schon dahin, in die fünfte Dimension ist es bedingungslos. Allerdings ist es noch ein Weg. Und es gibt Menschen, die sagen, oh, ich bin niemand. Ich kann für eine Gemeinschaft, ich möchte lieber allein sein für mich. Ich kann das nachvollziehen, ich möchte das auch. Ich bin auch ein Gemeinschaftstyp einerseits. Ich bin in der Numerologie eine Jahreszahl, ach Quatsch, Lebenszahl 2. Steht ja für Gemeinschaft, für Partnerschaft, für Miteinander. Ihr seht, ich bin jetzt schon aus der Puste. Also, ich gehe dann langsamer. Und ich bin aber auch die 11. Und die 11, da steckt die 1 auch drin, die auch gerne für sich ist. Ja. Und ich werde immer mehr zu 11, weil ich immer noch mehr in meine Kraft komme. Die 2 steht mehr auch für das Zweifel auch. 2 wie Zweifel, ne? Ja. Mal hier. Und Gott, ihr auch? Auch mein Leckerchen. So, wir gehen jetzt mal hier. Also wir haben die Hälfte jetzt geschafft. Und hier ist es ein bisschen leichter. Also die steilste Strecke habe ich jetzt hinter mir. Wunder, 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 wunderschön hier. Ja, jetzt fange ich nochmal an. Also, nicht für jeden muss das was sein, ne? Aber ich erzähle mal meine Gedankengänge dazu. Und zwar, ich habe einige Leute kennengelernt, die sich auch in Gemeinschaften zusammenschließen. Die wollen auch gerne für sich sein. Das sind nicht so Leute, die jetzt nur mit Menschen zusammen sein wollen, sondern die brauchen auch ihren Raum. Genau wie du und ich. Und ich höre auch von anderen, ja, also Gemeinschaft ist schön, ne? Aber ich brauche halt meinen Raum, ne? Und deshalb macht derjenige oder diejenige das dann auch nicht. Aber man kann sich das ja einrichten, ne? Ich kenne eine Gemeinschaft, die ist eigentlich, die hat keine Regeln aufgestellt. Und die Menschen sind einfach so bewusst, die sich in dieser Gemeinschaft oder in solchen Gemeinschaften zusammenfinden, für eine gewisse Zeit. Das muss ja nicht für immer sein. Im Moment sind wir in der Übergangsphase. Da probiert man sich halt aus. Mal hier, mal da. Und kriegt Inspiration. Also so habe ich das jetzt gemacht. Ich habe auch nicht so viel Gemeinschaftserfahrung, ne? Aber ich finde das Prinzip ganz cool, weil der Weg geht einfach in die Autonomie. Willst du frei sein und unabhängig? Ja, dann musst du dich mit anderen Menschen zusammenschließen und dir parallel was aufbauen, wo du dein eigenes Essen anbauen kannst und dich davon ernähren kannst. Ja, das ist natürlich Arbeit. Aber diese Arbeit ist in deine Freiheit investiert und die Arbeit, die du im Büro machst, ist in deine Krankheit investiert, die du dadurch kriegst. Okay? Das ist der Vergleich. Und deshalb verstehe ich
das nicht, ja, das ist zu viel Arbeit und keine Ahnung. Klar, wenn du nebenbei noch einen Hauptjob hast, dann ist es Arbeit, ja, das ist eine mehr Belastung, klar. Ja, aber ich sehe, dass jetzt für die neue Zeit das der Weg ist. Ganz viele Communities oder Gemeinschaften sprießen aus dem Boden, weltweit, nicht nur in Deutschland. Und die Leute gehen dahin, wo sie leben wollen, in der Natur, im Einklang mit der Natur, ohne Verschwendung, ohne Giftstoffe und mit der Familie zusammen oder mit der Familie oder alleine, mit Kindern, verschiedene Generationen. Und bauen sich ein eigenes Paradies auf. Wir sind ja leben ja im Paradies. Wir müssen es nur leben und dran wirken. Ja, das ist ja echt wie, also landschaftlich ist das hier wirklich wie so ein Märchenwald hier. Ich weiß gar nicht, ob man das so auf dem Video sieht. Herrlich. Und hier dieser Baum, der sieht sehr knochig aus, also der ist auch so vermoost. Hammer. Und ich bin der einzige Mensch hier, weit und breit, keiner. Kein Mensch. Ja, also man kann natürlich auch super in den Alpen wandern, ne? Nur jetzt hier in dieser Jahreszeit ist es noch ein bisschen frisch. Da muss man sich halt wärmer anziehen, ne? Also ich laufe jetzt hier in T-Shirt und Short rum. Die Sonne ist so ein bisschen hinter den Wolken. Heute ist es so ein bisschen schleierhaft, Schleierwolken. Aber geht noch. Gut, also. Ja, ich möchte dazu anregen, sage ich mal. Oder aufrufen, anregen, Impulse geben. Wenn du frei leben möchtest, dann musst du früher oder später dich mit Menschen zusammenschließen. Und ja, und dann vielleicht mal einen Rückschritt gehen, ja, in deinem Luxusleben und dann weniger Geld haben. Aber wenn du in einer Gemeinschaft lebst, hast du viel, deutlich geringere Kosten, weil man teilt sich das ja auf. Und für Essen musst du auch nicht so viel Geld ausgeben. Und das ist das wirklich das beste Bio-Essen. Also ohne Pestizide, komplett ohne. Im Bioladen, das ist ja schon wirklich eine Verarschung. Immer noch Pestizide dran, ne? Nur vielleicht nicht 300 verschiedene Pestizide, sondern nur noch 100 oder so. Keine Ahnung, also das ist jetzt ein, habe ich mal so aufgeschnappt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Dann, ich habe einmal wirklich von Selbstversorgung mal was gegessen. Ja? Die haben sich einen Acker gemietet für 30 Euro im Jahr pro Person. Und haben mindestens ein halbes Jahr davon sich ernähren können. Wirklich in Saus und Braus. Alles. Möhren, Paprika, Tomaten, Gurken, Zucchini, Knoblauch, Zwiebeln, Salat, Sellerie, keine Ahnung. Alles, alles. Also alles, was hier wächst in Deutschland. Tomaten, da braucht man eigentlich nichts Verarbeitetes mehr kaufen. Man kann auf Tofu verzichten. Man kann auf Fleischersatzprodukte verzichten. Man kann auch auf Fleisch verzichten. Ja. Das sind anerzogene Gewohnheiten. Ja, auf jeden Fall ist es das beste Bio-Essen und das günstigste. Und ja, und dann arbeitest du halt dafür mal 2 Stunden am Tag.
Na? Ist das viel? Schön im Garten, draußen, in der Natur den ganzen Tag sein. Die Vögel zwitschern, die Schmetterlinge freuen sich, die Bienen freuen sich über die Blumen. Ja, und du freust dich auch. Du kannst mit deinen Kindern zusammen sein. Oder dein Kind. Oder mit anderen Kindern, wenn du keine hast. Also das ist das Schöne. Und du kannst dich mit anderen Menschen austauschen und gegenseitig helfen. Ja. Der eine kann das, der andere kann das. Das ist ein Geben und Nehmen. Und dafür brauchst du eigentlich gar kein Geld mehr. Ja. Oft, jetzt in dieser Zeit, wo wir noch von Geld, sage ich mal, abhängig sind, auch die Gemeinschaften sind oft noch von Geld abhängig. Ja, machen die halt zum Beispiel, geben die Seminare, Yoga, Heilung, egal was du kannst, ne? Jeder macht was und bringt da was ein und oder zeigen, wie Permakultur geht oder sonst was. Und Leute schauen sich das an, ab und zahlen dafür ein bisschen und so finanzieren die sich. Und dann haben die auch noch Einnahmen. Und das wird dann nochmal eventuell aufgeteilt oder das ist ja je nach Gemeinschaft unterschiedlich geregelt, ne? So, jetzt kenne ich Menschen, die würden gerne in einer Gemeinschaft leben, wissen aber nicht wo und wie und was. Dann kenne ich welche, die haben Grundfläche, Grundstück geerbt oder werden es erben und oder haben sie schon irgendwas selber aufgebaut oder was auch immer, ja. Aber keiner erfährt davon oder keine Ahnung. Deshalb würde ich gerne mal dazu aufrufen, jeder, der sich jetzt dieses Video anschaut und Interesse hat, früher oder später mal in eine Gemeinschaft zu ziehen, einen Kommentar zu schreiben unter diesem Video. Schreibe ruhig, woher du kommst, was du machst, ganz kurz, was du auch von dir preisgeben willst, ja? Und wie du dir das Leben in einer Gemeinschaft so vorstellst vielleicht. Oder ob du vielleicht ein Haus hast mit einem großen Garten, für wie viele Leute. Eine Gemeinschaft kann sich ja schon mit 2 Leuten bilden. Und die muss auch nicht groß sein. Und dann, bei meinen 1000 Follower, ja, da werden es wahrscheinlich schon so 50 Leute geben, die dafür Interesse haben. Früher oder später mal. Also muss ja nicht sofort sein. Und dann tauscht man sich aus, man vernetzt sich. Und dafür biete ich diese Plattform. Ja, Telegram eignet sich noch besser dazu. Da kann man ja auch weiter sich connecten. Und da gibt es auch schon ganz viele Kanäle, die das machen, ne? Ja. Und wichtig ist, dass ihr einfach mal an die Öffentlichkeit geht. Wenn du jetzt die ganze Zeit in deinem stillen Kämmerlein bist und dann arbeiten gehst und einfach nur träumst, kommst du nicht weiter. Du musst einfach mal den Schritt wagen, auch dich zu zeigen. Trau dich zu zeigen und es dient dir ja nur. Oh, jetzt kommt die Sonne auch noch raus. Wie schön das hier ist, ne? Wunder, wunder, wunderschön. Also die Steine, die sind ja so, das sind Korallen eigentlich, ganz alte Korallen. Die sind ganz scharf, ne? Das ist alles aus dem Meer angehoben. Hammer. Ja, was hier für Kräfte gewirkt haben, ey. Schon verrückt. In den Jahrmillionen Jahren. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo der Buddy ist. Ah, da ist der Buddy. Alles klar. Okay. Ja, und also ich kenne zum Beispiel eine Abonnentin, die hat ein Haus und weiß noch nicht, was sie damit macht. Verkaufen will sie eigentlich nicht.
Und das ist ein großer Garten. Bester Boden von der Börde. Bester Boden. Oh, nährstoffreich, ja. Und sie könnte sich vorstellen, das zu einer Gemeinschaft zu machen. Ja, wie auch immer, ja. Ein paar Zimmer gibt es. Und dann wirkt man halt zusammen. Es heißt ja nicht, dass man für immer und ewig zusammen bleibt. Also ich möchte nicht in einer Gemeinschaft sein, wo ich für immer und ewig gebunden sein werde. Ich will frei leben. Aber ich möchte auch mit Menschen interagieren und Gleichgesinnten. Das sind ja Gleichgesinnte. Natürlich gibt es da auch Konflikte, aber wenn du Konflikte in deinem Leben anziehst, hat das mit dir was zu tun. Dann sei doch dankbar, weil das ist ein Katapult für deine persönliche oder spirituelle Entwicklung, um dir das anzuschauen, diese Themen, warum diese Konflikte entstehen und warum du getriggert wirst. Ja, lass dich doch nicht davon abschrecken. Ja, der Weg kann steinig sein, aber der Weg wird immer steinig sein. Wenn du gar nichts machst, hast du andere Probleme. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn das immer mehr Leute machen, autonom sind von Energie und von Nahrungsmitteln, dann sind sie fast quasi eigentlich frei. Darum geht's, der Weg in die Freiheit, sich selber zu befreien und andere Menschen, die in der Matrix noch leben, von 9 to 5 arbeiten und immer noch unglücklich sind und wissen nicht warum, die sehen das, was du machst und wie glücklich du bist. Und du inspirierst sie damit. Wenn das immer mehr Leute machen, das geht wie so ein Fegefeuer nachher rum. Wer will dann noch für das System so arbeiten und sich krank machen, um noch mehr Geld zu haben, das man nicht braucht? Und dann in einer anderen Richtung das Geld rausschmeißen lässt über die Politiker, die deine Steuern für irgendeinen Scheiß ausgeben, wofür du nicht stehst. Ja, ich habe ja schon mal darüber geredet, dass wir bis zu 80% jeder Mensch im Durchschnitt Steuern zahlt. Du siehst es nur nicht. Aber ich möchte nicht drauf eingehen jetzt. Also das habe ich in einem alten Videos, also letzten Videos gesagt. Und zusammengerechnet. Ja, jetzt habe ich mich kurz verlaufen. Ach, da geht's hoch. Also, aber es ist echt wunderschön hier. Ich genieße das auch, alleine hier zu sein. Und dann mache ich gerne auch mal ein Video, dann rede ich ein bisschen. Da bin ich nicht ganz so allein. Ab zu muss ich mein Mundwerkzeug benutzen, sonst verkümmert das. Nein, so schlimm ist das nicht. Ich treffe ja auch hier so Menschen, wenn ich in diese Zivilisation gehe. Ja, und dann machen das halt alle immer mehr und mehr Leute mit. Das verbreitet sich nachher wie so ein Fegefeuer. Und keiner setzt seine Energie oder immer weniger Leute setzen ihre Energie ein in dieses System. Und dann wird das quasi, ja, an Macht verlieren. Und diese Inseln der Gemeinschaften oder Dörfer, das wächst ja dann. Erst sind das ein paar Häuschen, dann ist es ein Dorf und dann haben sie ihren eigenen Bäcker, ihren eigenen, keine Ahnung was, Arzt oder Heiler oder Therapeuten oder, also ja, je mehr Leute, wir können das ja alles, wir sind das Volk, ja. Und dann wird das eine das andere ablösen. Weil keiner will mal mehr dann für Dinge arbeiten, für die er nicht steht. Ja, und das Bewusstsein der Menschen erhöht sich automatisch jetzt. Die Menschen wachen auf. Das ist nur eine Frage der Zeit. Manche vielleicht auch nie, aber manche schon.
kommt auch drauf an. Also Krankheiten, die du kriegst, sind auch Botschaften eventuell. Also ich habe viele Krankheiten, also kleine, größere, chronische Krankheiten bekommen im Laufe meines Lebens. Und ich bin noch nicht alt, also 44. Aber ich habe schon einige Wehwehchen und ich lebe sehr gesund. Ja? Es liegt einfach daran, Stress ist eines der Hauptgründe für Krankheiten. Leistungsdruck, Versagensangst, und das fängt von Kindheit an. Und wenn du sensibel bist oder hochsensibel, dann quälst du dich mehr, wenn du Dinge machst gegen dein Herzen. Irgendwann stumpfst du ab, aber trotzdem, dein Inneres quält sich, dein inneres Kind und so weiter und so fort. Und das darf jetzt in die Heilung gehen, und deshalb mache ich den Scheiß ja. Naja, ist kein Scheiß. Es ist wundervoll. Es tut wirklich gut, hier zu sein. Ja. Das war's auch schon mit dem Video. Ich werde irgendwann vielleicht noch mal eine Gemeinschaft besuchen, wenn ich auf dem Weg eine zufällig begegne. Und mal gucken. Also, mal schauen. Wo mich der Weg hinführt, weiß ich doch gar nicht. Ich wollte ja mal eine Gemeinschaft gründen mit den Leuten, aber das hat dann nicht geklappt. Natürlich durch Konflikte auch. Ich kann nur empfehlen, nicht groß anzufangen. Also nicht zu groß zu planen im Voraus. Einfach anfangen. Das erste ist eine Immobilie. Ja, am besten hat man die schon. Und dann vermietet man vielleicht ein paar Zimmer. Günstig, ja, Selbstkosten, nicht um sich zu bereichern. Und dann, dann bewirtschaftet man einen Garten oder einen Acker in der Nähe. Und lebt zusammen mit Menschen, die ähnlich ticken. Und du kannst dir sicher sein, du wirst immer mit Menschen zusammengeführt, mit denen du zusammengeführt werden sollst, um dich weiterzuentwickeln. Ja, hängt natürlich vom Stand deines Bewusstseins ab, ob das klappt oder nicht. Aber du wächst 100 Pro mit jeder Beziehung. Und egal, mit Partnerschaft in Beziehung oder Liebesbeziehung oder was auch immer, du wirst daran wachsen. Und hab keine Angst davor, sondern freu dich. Ja, das ist alles. Also, gerne schreibe einen Kommentar unter diesem Video, wenn du offen bist und interessiert bist, frei zu leben in einer Gemeinschaft. Und alles andere wird sich entwickeln. Ja. Oder wenn du selbst irgendwie schon was aufbauen möchtest oder hast schon was, schreib drunter. Die Leute werden sich bei dir melden. Vernetzt euch. Teilt das Video gerne. Also an Menschen, wo ihr denkt, die auch dafür vielleicht Interesse haben. Es geht nicht darum, meinen Kanal zu verbreiten. Es geht einfach darum, dass ihr euch findet. Deshalb mache ich das ja. Ich sehe das auch als meine Berufung, an Menschen zusammenzubringen. Für einen höheren Sinn im Leben. Okay, also ich verdiene ja mit dem Kanal ja kein Geld, ne? Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole das, weil kommen ja auch immer wieder neue Leute in meinen Kanal. Also mir geht es nicht um Profit oder so. Ich habe genug. Ich lebe einfach
und günstig. Und deshalb muss ich nicht viel Geld verdienen. Ich habe genug. Und mir ist es wichtiger, dass mehr Menschen erfahren alles und ja, eine Perspektive kriegen. Ich muss jetzt zum Ende kommen, mein Speicher ist voll. Ja, freut euch auf die Zukunft. Wirkt damit. Und ja, wenn du dich auf meinen Kanal verlaufen hast, sage ich mal, dann gehörst du auf jeden Fall dazu. Gibt keine Zufälle. Und dann liegt es nur an dir, was draus macht. Okay? Ich freue mich über Likes und ja, kommentiert, was ihr dazu beitragen könnt. Und ja, und wer ihr seid, was ihr macht, vor allem wo ihr gerne leben wollt oder bleiben wollt oder wo auch immer. Und that's it. Ich zeige dir jetzt noch zum Schluss noch ein paar Impressionen. Ich bin da noch nicht angekommen und wünsche euch damit einen wundervollen Tag oder Abend und alles Gute.